Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gears 5, der mittlerweile schon 9. Und wir müssten eigentlich jetzt im Funkturm Ost angekommen sein, oder besser gesagt in einer nicht so weit entfernten Höhle davon. Ich schätze mal, wir müssen uns jetzt hier durchkämpfen und ich bin gespannt, was uns erwartet. Wahrscheinlich wieder ein Haufen Viecher. Und wenn es euch gefällt, dann lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo, da würde mich alles sehr, sehr freuen. Gut, ich mache mal das Bildmachgerät an und dann werden wir mal ein bisschen Waffen tauschen. Weil wir hier, ja, ich glaube, nicht so optimale Waffen haben. Okay, da könnte ich die auch behalten. Okay, schauen wir mal hier hoch. Belle, hoch mit dir. Ich weiß gar nicht, was sie hier Spielzeit überhaupt haben in dem Game. Na los. Müsste es ungefähr bei, ja, weiß ich nicht, 7 Stunden sein. Und wenn der Turm ein Reinfall ist? Ich bin ungefähr hier, um Antworten zu finden. Ich gehe erst, wenn ich welche habe. Obwohl ich eh immer so ein Spieler bin, ich lasse mir eigentlich immer ein bisschen mehr Zeit bei den Spielen. Also ich will ja nicht immer voll durchrushen. Dann mal runter. Weiter! Die Thermokleidung hält uns nicht ewig drauf! Okay. Dell, da ist der Träger! Siehst du den Sturm? Da macht der Träger mir weniger Sorgen. Okay, der Träger. Ich nehme das zurück! Ich liebe diesen Sturm! Sieht schlecht aus hier, weil ich fast keine Energie habe. Alter Schwede. Das haben sie ganz schön knifflig gemacht hier. Keine Munition mehr, ich dreh durch. Alter Schwede. Auf so eine Entfernung mit so einem Revolver. So, einer müsste doch da sein. Dann gehen wir hier rum, nicht, dass wir hier runtergezogen werden. Nein. Warte, ich bin ein Schatten.
Also mit dem, das Third Person an sich, da musst du echt klarkommen. Das ist gar nicht so einfach. Das mit dem Ego-Shooter tausendmal lieber. Langen Sie zum Funkturm, ne? Ich probier es. Vorsicht! Da kommt ein Eisklotz! Weg von der Mitte! Das ist vorbei! Noch ein Brocken! Such dir Deckung! Okay, ey Gott, das ist heftig. Da kommt noch was! Nein! Wow! Alter, der ist über mich drüber gerollt. Das war's doch nicht! Und ich dachte, Klingenhagel wäre schlimm. Och, geschafft. Bell, hilf mir, das verdammte Ding zu öffnen. Pass auf sie auf, sie auf. Ihre Halskette. Ein Locust-Symbol. Ja, okay. Ich habe es gesehen. Und könnte sie zwischen uns und ihnen wählen? Ich verstehe schon. Dann weißt du, was du tun musst. Oder? Hey, 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 ganz ruhig. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich will nur das verdammte Labor finden. Okay. Wir müssen einfach über die Kommandokonsole auf die Daten zu. Bereit? Verfolgen sind also die Übertragungsdaten von New Hope. Strom gibt's hier. Vielleicht ist eine Sicherung durchgebrannt oder so. Ich muss nur an den Verteiler ran. Gut gesehen, Jack. Da ist eine Art Verbindungsbox oben in den Schächten. Jack, sieh mal, ob der Schacht uns weiterbringt. Schau mal, wie man es öffnen kann oder ein bisschen Strom herkriegt. Ja, sehr schön. Gut gemacht, Jack. Verbinden wir Jack mit der Konsole. Rein mit dir, Jack. Okay. Jackie Boy. Okay, und 100%. Unautorisierter Zugang. Sicherheitsprotokoll initiiert. Fehler. Sicherheitsprotokoll nicht bereit. Das Sicherheitssystem hat einen Wackler. Checken wir die Übertragungsdaten, bevor wir ausgesperrt werden. Also, wir scannen nach einer Übertragung, die zu dir aus New Hope passt? Ganz genau. Keine Einstimmung. Okay, hier knallt's. Ach du Scheiße, verwenden Sie links oben, um das Signal zu entschlüsseln und den Ursprung festzustellen.
Das Signal passt. Im Nordwesten. Ein weiterer Turm. Können wir mit diesen Daten das Labor finden? Noch nicht. Wir brauchen noch einen weiteren Turm für die Suche. Also wahrscheinlich verstärken das Signal. Informieren wir Marcus? Ich rufe ihn vom Skiff aus an. Verschwinden wir von hier. Kehren Sie zum Skiff zurück. Ich weiß ja nicht, ob wir... Normal müssen wir schon hier durch, oder? Na ja, da unten, schätze ich mal, wird es rausgehen. Türme. Ungewöhnlich viele Schutzmaßnahmen für einen Funkturm, oder? Ich weiß nicht. Ist nicht so, dass ich hier arbeite. Fünf Komponenten. Warum kann ich das hier... Das habe ich doch vorher schon mal gemacht, das verstehe ich nicht. Oh, das ist glaube ich auch nicht schlecht. Hält 50% länger. Zapper, Kern, verbessert Jacks Grundsysteme. Kann schwere Waffen holen. Aha. Okay. Deswegen ging es vorher nämlich nicht. Wir hatten auch da die Waffe oben auf den Kisten drauf und die konnte ich irgendwie nicht runterholen. Hier lang könnten wir raus. Port abgeschlossen. Gelangen Sie zum nördlichen Funkturm. Ein Turm weniger. Ja, Zeit, das andere zu suchen. Bereust du schon, dass du mitgekommen bist? Was? Machst du Witze? Ich bin in meinem Element. Skiffen, mir den Arsch abfrieren. Skiffen oder kiffen? Nee, skiffen. Okay. Ich muss dich mal was fragen. Was? War er schon immer so? Ja, immer. Musste immer am härtesten, am schnellsten, am stärksten sein. Aber nicht am klügsten. In dem Bereich und auch nur da hat Fars ausnahmsweise ein realistisches Selbstbild. Dann rutschen wir mal. Deine schöne, schwere Knarre hier und wenn keine Gegner mehr kommen. Ja, genau. Da sind wir vorher rechts gegangen. Genau. Was würden andere wohl tun, wenn sie nur das bisschen wüssten, was wir wissen? Darum haben es ja alle Ministerpräsidenten vertuscht. Sogar Anja. Und sie war der ehrlichste Mensch, den ich je kannte. Was machen wir also? Wem sagen wir es? Vielleicht keinem. Wozu auch? Alle, die dahinter stecken, sind tot. Also tun wir dasselbe wie Anja. Nichts. Da oben wäre eine Brücke oder so. Ich navigiere. Erstmal schnell hier oben hinschauen. Marcus, wir haben einen Teil der Übertragungsdaten, aber wir müssen noch einen Turm suchen. Gute Arbeit. Aber denk dran. Wenn es in Mount Kadar ein Labor gibt, ist es lange geheim geblieben. Dafür gibt es wohl einen guten Grund. Verstanden. Wir bleiben in Kontakt. Hier hinten scheint auch irgendein Weg zu sein, aber da müssen wir jetzt noch nicht hin.
Ups. Wow, ein Kondor ist direkt in die Klippe gekracht. Neuer Ort, Kondorabsturzstelle. Kaum kommen wir zu so einem blöden Turm. Ist der blöde Schneesturm schon wieder da? Du weißt doch, dass es vermutlich nichts Gutes ist. Ja, aber was, wenn der allerschlimmste Fall eintritt? Okay. Und wie sieht er aus? Im Ernst? Dass Niles Sampson mein Großvater ist. Tja, mein Worst-Case-Szenario ist nichts dagegen. Okay, gehen wir mal hier runter. Okay, gehen wir zum Turm und holen uns die Daten. Wie weit ist es wohl bis zum Labor, wenn wir seinen Standort eingegrenzt haben? Bei unserem Glück liegt es auf dem Gipfel von Mount Kadar. Na, wahrscheinlich. Eine unerfreuliche und wahrscheinlich zutreffende Vorhersage. Dell, ein Umspannwerk. Willst du es dir ansehen? Ja, das sollten wir. Okay, schauen wir uns mal das Umspannwerk an. Komponenten 3. Sieh mal, bei der Tür. Eine Nachricht. Lenas Notizen. Hier ist Lena. Falls du mich suchst, dann komm zum anderen Turm. Ich bin dort, um nachzusehen, ob er vielleicht noch funktioniert. Der hier ist ja offensichtlich mausetot. Norsko ist drinnen, verkapselt. Ich habe ihn eingesperrt, damit er keinen Unsinn anrichten kann. Ich bin nicht in der Lage, irgendjemandem zu helfen. Falls ihr es nicht rechtzeitig zu ihm schafft, falls ihr zu spät kommt, scheiße. Seid einfach nicht so grob zu ihm, ja? Er war ein guter Mann. Die Noncons wurden auch hier angegriffen. Hier steht, Norsko wurde verkapselt. Also hat Lena ihn eingesperrt. Verdammt. Regen in die Traufe. Hier steht, sie ging zu einem Funkturm, südöstlich von hier. Wir müssen sie finden. Hier geht's nicht rein. Gelangen sie zum nördlichen Funkturm. Da oben. Wenn wir außen rumgehen. Wenn man denkt, noch kälter geht's nicht. Ich weiß. Wenn das hier vorbei ist, brauche ich Urlaub. Mach dir da mal keine Hoffnung. Urlaub? Was ist ein Urlaub? Und da ist der andere Turm. Scheint in gutem Zustand zu sein. Dann gehen wir mal hin. Okay. Ich hatte da eine Frage, bevor wir noch tiefer graben. Hat Rayna je was Verdächtiges getan? Ich meine, woher hatte sie dieses Amulett? Ich habe darüber nachgedacht. Sie hat mir vieles nie erzählt, bis sie meinen Dad kennenlernte. Warum sie ihre eigene Mutter nicht kannte. Über ihren Vater hat sie nur gesagt... Kann man das zerschießen? Nicht. Ich weiß, sie hatte ein schweres Kind. Komm, Mann. Aber woher sie kam, ist ein Rätsel. Sie hatte offenbar etwas zu verbergen. Aber was? Wieso? Ich hoffe, wir finden Antworten für dich. So, jetzt hoffen wir mal, dass es hier mal nicht so ein Megasturm kommt wieder. Scheiße, in Deckung. Schwarm voraus. Okay. Lassen wir es krachen! Ist ja cool, da können wir schießen, dass die einbrechen. Hey, da hinten! Scharfschütze! Okay,
Stirb! So, Schnauze halten. Erledigt. Hier oben sind mehr von denen, als ich erwartet hatte. Nehmen wir mal nicht mit. Inzwischen rechne ich überall mit ihnen. Du hast vermutlich recht. Gehen wir zum Tor. Los, ich helfe dir hoch. Oh, das ist ihr Onkel. Was soll das? Sorry, war kurz abgelenkt. Guck mal da. Marcus, weißt du was von einem Kondorabsturz hier draußen? Allerdings, die Sturmfronten haben letztens welche runtergeholt. Haben sicher nützlichen Scheiß an Bord. Okay, klar. Sehen wir es uns an. Overkill. Nehmen wir die hier mit. Nämlich scheiße, wenn du da nie so viel Munition hast für das ganze Zeug. Jack kann alles öffnen. Waren ja ein paar nette Sachen dabei. Okay, wieder drei. Los, auf zum Funkturm. Oh, ich hätte hier drin mit mehr DBs gerechnet. Vielleicht war der Flieger nicht voll. Oder sie sind losgezogen. Hey, damit wird's gehen. Beinahe am Turm. Na los.
Der Schild ist zu stark. Zerstöre die Bastion! Ja, super, du bist ja so ein... Oh. Okay. Alles klar, Teich gesichert. Mann, wie ich verseuchte Beschützer hasse. Komm schon, gehen wir zu dem Turm. Hier runter. Okay. Meine Güte! Hab ihn! Oh. Ist okay? Naja, mir ist kalt. Ich weiß nicht so recht, wo wir sind. Und ich bin im Allgemeinen etwas verwirrt darüber, was wir hier tun. Aber ja, alles okay. Hier geht's raus. Warte mal, hier. Naja, treibt dein Aufseher denn hier mitten im Nirgendwo? Hier ist Munition. Okay, ein bisschen Munition mitgenommen. Ja, First Person, Third Person ist gar nicht so einfach. Na gut, finden wir heraus, ob wir mit diesem Ziel Erfolg haben. Mann, ich hoffe echt, dass wir nicht umsonst hergekommen sind. Zuerst das Alteisen.
Wo ist denn jetzt schon wieder? Grenade Launcher. Immer eins nach dem anderen. Jack, kannst du den da öffnen? Wieder drei. Hilf mir beim Aufmachen. Tja, zumindest ähnelt er dem anderen Turm. Hier sollte es sein. Ja. Schauen Sie aber erst hier oben noch ein bisschen um. Wie letztes Mal. Eine Komponente. Okay, hier, wenn wir rauskommen. Rein mit dir, Jack. Autorisierter Zugang. Sicherheitsprotokoll initiiert. Okay, das ist nicht ideal. Um den Weg raus kümmern wir uns, wenn wir die Daten haben. Ich muss eine Übertragung finden, die zu den anderen Signalen passt. Signal. Das muss das Labor sein. Das reicht uns, um es zu finden. Ich lasse noch eine Suche laufen, aber ja. Willst du es, Marcus, sagen oder soll ich? Gehen wir zurück zum Skiff. Wir können es ihm unterwegs sagen. Okay. Jack, brich das Schloss ab. Was zur Hölle ist das? Irgendeine Werkstatt? Eine Werkstatt? Ich hab hier was. Ein Spektralwandler. Oh, ich habe eine Idee für Jack. Jack tarnt Truppenmitglieder in der Nähe. Für kurze Zeit Fern- und Nahkampfangriffe heben die Tarnfähigkeit auf. Im Koop kann nur der Spieler, ja, Jack steuert, diese Ausrüstung upgraden. Okay. Muss mal sehen, ob Sieh das. Mal, Jacks Tarnung kann jetzt auch uns unsichtbar machen. Sieh mal, Jacks Tarnung kann jetzt auch uns unsichtbar machen. Mal probieren. Jack, Tarnung. Unsichtbar, wie? Sollten wir hier ausprobieren. Alles klar, ein Problem weniger. Neues Spielzeug. Dann komm, zurück zum Skiff. So schnell! Scharfschützen! Wenn wir uns bloß irgendwie unsichtbar machen könnten! Wenn dir reich voraus! Jack, komm! Machen wir sie fertig!
schon, wie die lachen. Das ist natürlich schon geil. Okay, wir haben alle. Und jetzt den Hügel runter und zurück zum Skiff. Okay. Bereit, das Labor zu suchen? Yep, war noch nie bereiter. Da oder da? Ach, hier geht's nicht weiter? Okay. Hör mal, ich muss dich was fragen. Wenn du deine Antworten hast. Ja. Was dann? Ich meine, wie geht's dann weiter? Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich weiß, du bist nicht gerade begeistert von der Crew. Hey, wenn du dir Sorgen machst, dass ich weglaufe. Nein, dass du abhaust, macht mir keine Sorgen. Nein? Tja, vielleicht solltest du das. Zumindest ein wenig. Oh, großartig. What? Abgeschlossen? Ich erreiche die Übertragungskoordinaten. Wenn wir das Geld erreichen, sagen wir Markus, was wir machen. Okay, aber ich habe noch eine andere Frage. Wenn du weggehen würdest, wohin würdest du gehen? Vor oder nach dem Schwarmausbruch? Davor. An einen Ort mit Strand. Und danach? In einen Bunker, 5 Meilen unter der Erde. Okay. Hast du Platz für 2? Hast du nicht Jack vergessen? Ja, aber der braucht nicht viel Platz. Und du? Wohin würdest du gehen? Weißt du was? Ich habe keine Ahnung. Aber Schnee wäre dort nicht. Markus, wir haben einen Standort. Wenn es in Mount Kadar ein Labor gab, wissen wir es bald. Okay, aber ich sag's nochmal. Dieser Berg war ein Mardenhort. Wir wissen nicht, was dort ist. Wenn ihr in was reinrennt, mit dem ihr nicht klarkommt, dann sagt Bescheid. Weiß ich zu schätzen. Aber bisher ist alles okay. Alter Sturmburger Standort. Hey, wir nähern uns den Koordinaten. Hier ist nichts. Unterm Eis. Ja, das verstehe ich nicht. Die Daten stimmen, wir sind am richtigen Ort. Vielleicht kann Jack, ich weiß nicht, das Signal mit einem Impuls pingen. Ist ein Versuch wert. Lassen Sie Jack einen Impuls in die Gegend schicken. Okay. Jack. Wow, da ist etwas unter dem Eis. Gut gemacht, Kumpel. Finden Sie den Weg unter das Eis. Wir suchen, aber wie kommen wir da runter? Das wird nicht leicht. Das Eis ist dick, der reinste Beton. Weiß nicht, ob das was bringt, aber laut Bernd gibt es in der Gegend eine alte Mine. Alte Mine? Sprengkapseln? Sprengstoff? Ich sende Jack die Koordinaten. Danke, Markus. Okay. Okay. Wir haben wohl eine potenzielle Lösung. Auf zur Mine. Ist weit weg? Ich würde sagen, da fahren wir noch hin zu der Mine und dann machen wir auch Schluss hier mit der Folge. Mann, und ich fass unten bei Oskars Dorf schon kalt. Das ist unfassbar. Die Thermofunktion deiner Rüstung, die funktioniert noch, oder? Ja, aber die Rüstung bedeckt nicht mein Gesicht. Meine Nasenhaare sind gefroren. Danke für die Info. So, irgendwas. Okay, schauen wir vorbei. Vielleicht finden wir was. Klar, aber je schneller, desto besser. Die Trümmer sind ziemlich verteilt. Das Suchgebiet ist groß. Scharf,
Fleischarm! Ich hab's doch zweimal gesagt! Oh, Scheiße! Alteisen aus dem Kondor! Aufteilen! Gebt ihnen mehrere Ziele! Ziel ausgeschaltet! Das Fluch sind das viele! Jack, Schockfalle! Jack, komm! Heftig. Ich sehe keine mehr. Schauen Sie zurück. Jack, Jack. Alter. Vielleicht nehmen wir mal eine Wummelbitch. Hui. Das war eine ganze Menge. So viel zum kurzen Boxenstopp. Dann suchen wir mal. Solange die Schar da ist, verwandelt sich jeder abgestürzte Kondor in eine verfluchte Alteisenfabrik. Ach, naja. Ich konnte Dibis auch so nie besonders leiden. Öffne den Safe, Jack. Oh, hier wären die ganzen Bumm gewesen. Ultimatives Upgrade, Todesmarkierung. 20% mehr Schaden bei Gegnern, die einem Impuls ausgesetzt wurden. Dieses Upgrade wurde automatisch installiert. Okay, Jack Fähigkeiten. Okay, wird schon passen. Okay, hier ist wohl nichts mehr zu holen. Dann komm, zurück zum Skiff. Weißt du, ich bin schon
tödliche Eisklippe ist mit Aussicht. Was immer dich glücklich macht, Kumpel. Komm schon, hier hoch. Also, wieder hierher? Wenn nichts dazwischen kommt, was garantiert passiert. Okay. Und ab zur Mine. Das Skiff hält sich gut. Das ist die einzig gute Nachricht hier. Weißt du, Oscar ist mit mir immer zum Skiffen auf die Sandebene, bei Harbour Bay. Ihr seid so weit rausgesegelt? Ja. Da unten gab's keine Chor mehr. Nichts. Nur noch Ruinen. Das wird mir echt fehlen. Okay. Ich schätze, nicht weiterzugehen. Mir auch. Ah, wir sind die Richtung. Hä? Wo leid's lang? Okay, wir kommen wieder hoch. Also müssen wir irgendwie hier rechts hoch oder so. Ist irgendwo in die Richtung. Können wir auf die Karte schauen? Absturzstelle. Weg. Verlassene Mine, aber wie kommen wir da hin? Irgendwie hier hoch. Dann da rein, okay. Wir schauen jetzt in die Richtung. Wir müssen uns umdrehen. Okay, dann ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge dann weiter. Oder wir gehen nochmal bis zum Kontrollpunkt irgendwie, dass er speichert. Okay, die Mine ist irgendwo hier hinten, oder? Hoffentlich gibt's dort was Brauchbares. Das sollte es. Aber es hängt davon ab, wie die hier abgebaut haben. Wenn es hydraulischer Bergbau war, finden wir vielleicht ein paar Hochdruckwasserschneider. Aber bei dieser Umgebung war es sicher irgendein untertägiges Extraktionsverfahren. Okay, klar, ich verstehe schon. Gut, Leute, dann würde ich sagen, jetzt machen wir auf Feierabend. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir werden das Zeug schon finden, den Sprengstoff, dass wir da unter das Eis kommen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder reinschaut und wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge. Gut, bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.